Und willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid. Unterwegs mit Melissa Howard, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1. Denn ich trauere immer noch der guten alten Linda hinterher. Linda, warum hast du uns so verlassen? Es ist einfach zum Verzweifeln. Es ist einfach wirklich zum Verzweifeln. Wir müssen irgendwie unsere Sachen wiederfinden oder vielmehr wiederbekommen von der Madame Linda. Und müssen ihren Kadaver plündern. Ich habe mir jetzt hier links mal eine Karte aufgemacht, auf der ich hoffentlich dann genau sehe, wo der Kadaver liegt. Ich habe nochmal extra geschaut und ich habe ihn geortet. Und er ist gar nicht so weit weg von uns. Nur könnte es schwierig werden, da hinzukommen. Es könnte wirklich schwierig werden. Und außerdem, wir sind richtig heftig verwundet. 5 Wunden an der Zahl. Da wir auch keine richtige Waffe haben und so weiter und so fort. Es ist alles nicht so einfach. Denn wir haben jetzt hier bei der Melissa, haben wir auf die Schusswaffen gesetzt. Und ja, sind dann natürlich mit den anderen Waffen nicht so toll und außerdem finden wir auch gar keine andere Waffe. Das ist das Problem. Das ist das große Problem, was wir haben. So, da gehen wir weg. Da hat mich schon der Erste wieder geortet. Ach, es ist doch echt zum Verzweifeln hier. So. Tot. Okay. Wollen wir die anderen beiden auch noch anlocken? Und uns ein Haus nach unten kämpfen? Ich glaube, das können wir machen. Und wir gehen jetzt äußerst vorsichtig vor dieses Mal. Denn ich will ungern nochmal sterben. Ich will es wirklich vermeiden. Lalala. Okay, jetzt hat er uns. Nicht nur er. Ach, fuck you. Das ist nicht wahr. So. Einen hätten wir schon mal. Okay. So kann ich die einzeln hier reinlassen. Scheint sogar zu funktionieren. Ja. Funktioniert sogar ganz gut. Das funktioniert ausgezeichnet, du. So, das ist die letzte. Oder der letzte. Es ist ein Kerl. So, ich versuche zum nächsten Haus zu kommen. Da ist natürlich jetzt noch einer drin, das Fenster ist wahrscheinlich mit scharfem Glas versehen. Wo wir natürlich jetzt ohne Waffe gar nicht durchkommen. Und da sind so viele drin, das kannst du so knicken. Wir gehen da schlafen. Da unten natürlich auch noch eine ganze Horde. Ich fasse sie einfach nicht. Ich fasse es einfach nicht. So. Komm. Jetzt wird hier pennt. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ihr seid natürlich auch schon alle da. So, und die kriegen wir wirklich ums Verrecken auch nicht auf, ne, die Dinger. Das ist scheiße.
Wasserflasche haben wir eine, okay. Ich muss ehrlich sein, es graut mir schon. Es graut mir einfach schon zu versuchen, da unten wieder hinzukommen. Ach Gott, ey. Jetzt muss ich die hier wieder einzeln so blöd anlocken. So. Da unten ist hoffentlich keine Zombie-Dame oder ein Zombie-Herr. Hallo? Na komm. Wir können sie umgehen oder auch nicht. Je nachdem, aber es scheint zu funktionieren. Und wir laufen natürlich jetzt schnurstracks der nächsten Zombie-Horde in die Arme. Wow. Laufen wir nicht. Gut, wir müssen in diese Richtung. Ich kann so... Kann ich so überhaupt schleichen? Mal ganz nebenbei... gefragt. Denn ich habe so das Gefühl... Die gnädige Frau schleicht so gar nicht, aber das Gefühl hatte ich ja letztes Mal schon. Aber ich kann die kaputten Messer leider nicht ausrüsten, das ist das Problem. Weste. Oh, fuck you. Das ist doch hier einfach nicht wahr, ne? Ich komme hier so nicht lang. Das sind viel zu viele. Das kannst du knicken. Ich könnte es jetzt natürlich versuchen, die wegzulocken, aber... Da sind genauso viele! Jo, jo! Ach, fickt euch doch ins Knie! Ach Leute, das macht so echt keinen Spaß gerade. Ach, fickt euch doch alle. Echt. Ganz im Ernst, fickt euch. Ja. Yay. Yay! Yay! Es ist so toll! Wir könnten natürlich das Backup mit Linda Howard spielen, aber das ist ja auch blöd. Yay! Ernest! Ernest Howard! Wollen wir es mal mit einem Kerl wieder versuchen? Ja, hatten wir ja lang nicht. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist richtig schwer. Es ist einfach richtig schwierig. Fuck you, echt. Das ist hier wohl ein Witz. So, was nimmt der gute Herr? Holzfäller. Desensibilisiert. Gerät nicht in Panik. Aha. Verbleibende Punkte minus 8. Okay. Es ist zum Brechen einfach nur. Oh, fuck. Mann! Es tut mir so leid. So, bleibende Punkte 10.
Unauffällig. Jetzt hätten wir hier noch irgendwas mit 6 Punkten, was wir machen könnten. Schnelllerner. Wollen wir das mal machen, oder wir machen mehr da, oder das? Stämmig. Ja, wir machen das stämmig mal. So. Und da geht's los. Yay, yippie, neue Runde, neues Unglück. So, und wer weiß, in welcher Walachei wir jetzt starten. Wir starten natürlich im selben Haus. Das ist nicht wahr, ne? Das ist jetzt wohl echt ein schlechter Witz. Oh Gott, das ist jetzt echt ein Scherz, ne? Das ist ein Scherz. Das ist einfach ein Scherz. Wir starten in demselben Scheißhaus wie die Melissa. Natürlich. Hallo. Komm her. Hallo. Leg dich doch hin. Oh Mann, ich... So. Bim. Bim, 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 bim. So, mit ihm räumen wir jetzt hier auf. Jetzt gibt's hier keine Gefangenen mehr. Weg mit dir, Alte. Natürlich, gleich die nächste Horde. Kommt her. Natürlich. Boah, fuck you! Weg mit dem Ding. So. Verband da drauf. Ja klar, komm her, ey. Das ist da wohl echt ein Witz. Also, wenn man hier wirklich so als Neuling hier reinkommt, ne, das ist richtig schwierig. Du hast eigentlich so wirklich fast null Chance. Das ist einfach so. Jetzt muss ich hier mit Buttermessern und Gabeln mich verteidigen. Zu fressen haben wir auch nichts. Da atme ich alles aus, was ich in mir habe, echt. Fällt mir nichts mehr zu ein. Außer rosa. Wir malen einfach alles rosa an, dann wird uns nichts mehr passieren. Klar. Natürlich! Ich geh kaputt, echt.
So kann man wenigstens schleichen. Ich will doch nur den Kadaver. Ich will den Kadaver haben. Es tut mir leid, dass ich heule echt. Ich heule wirklich bald. Weil ich nicht mehr weiter weiß und ich will eigentlich dieses Let's Play jetzt hier nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Das ist das Problem. Aber es ist genauso scheiße, wenn wir jetzt einfach einen neuen Charakter machen und mit dem jetzt irgendwie in der neuen Welt zur Mall laufen. Das ist scheiße. Das ist einfach blöd. Weil das hier ist die Welt und ja. In der müssen wir zurechtkommen. Das ist einfach so. Da gibt's nichts hier mit neue Welt anfangen und so weiter. So, jetzt haben wir ein Buttermesser und können wenigstens schleichen. Aber es sind halt einfach viel zu viele Zombies. Das mag ja sein, dass das so eine Zombie-Apokalypse an sich hat, aber so ein paar weniger wären schon schön. Zumindest jetzt halt, wo wir unsere Sachen wiederholen wollen, ne? Denn das wird noch... Wir müssen als erstes natürlich mal dahin kommen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem wird dann sein, eben dort die Sachen wieder in Ruhe wegzuholen. Das wird das Schwierige werden. Dose mit Karotten. Hätte ich einen Dosenöffner? Ach, fuck you. Könnten wir die sogar essen? Oh nein. Hier ist nie irgendwas. Nie ist hier irgendwas. Nie. Und jetzt hat der blöde Sack auch noch Hunger. Wie die Zombies fressen. Hier, Gaskanister. Einen ollen Schulranzen können wir anziehen. Kriegen wir aber auch nichts zu fressen von. Da ist ein Stift drin, hier ist nichts drin. Oh Mann. Echt. Jetzt muss ich hier gleich, wenn es so weitergeht, nach Bären suchen. So. Da ist die Schule. Das ist schon mal gut. Ich frage mich, ob die jetzt immer noch brennt. Die hatten wir ja vor ein paar Folgen irgendwie mal angezündet. Die brennt jetzt nicht mehr, so wie es aussieht. So. Aber in der Schule könnten wir vielleicht irgendwo mal einen Dosenöffner finden oder irgendwas anderes zu fressen. Mann, Mann, Mann. Hier burnt's immer noch, das ist ja lustig. Hier fackelt echt immer noch alles. Wie übel. Das hätte ich einfach nicht gedacht. Und hier sieht man auch kaum was, ne? Krasser Scheiß. Da draußen immer noch Feuer. So. Okay. Ich glaube, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ort des Schreckens.
Ja, das war die Hütte mit Melissa eben. Und ich werde langsam wieder angespannt. Da haben wir nämlich eine große Horde, an der wir vorbei müssen, soweit ich mich erinnere. Da unten ist aber auch noch eine. Heißt, wir müssen wieder in den Wald. Und der Wald ist richtig, 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 richtig gefährlich. Da wir da halt nichts sehen, ne? Da kann hinter jeder Ecke wieder so ein Arschloch lauern. So ein blaues Dach suchen wir. So. Da ist die Leiche von Melissa. Melissa macht Kaffee zum Genuss. Oh Gott. Der war schlecht. Der war schlecht. Er war so schlecht. Aber verrat mir doch mal, wie sollen wir da unten hinkommen? Wie soll das gehen? Wie? Ich bin verzweifelt. Bin verzweifelt. Laufe ich eigentlich überhaupt gerade in die richtige Richtung? Nur mal so ganz nebenbei angemerkt. Oder war das hier oben? Ich bin mal wieder verplant. Es tut mir wahrhaft leid. Ich muss mal gerade Pause drücken. Und mal wieder hier auf die verhasste Map gucken. Nebenbei. Das tut mir wirklich leid. Eben habe ich noch gesagt, ich habe hier eine offen. Hab ich auch, aber nur mit diesem einen Ausschnitt, wo eben unsere Leiche ist. Und das bringt mir jetzt gerade nicht viel. Und ich muss ja erstmal wissen, in welche Richtung wir überhaupt müssen. Komm schon, Zoom. Komm schon! Tu, was ich dir sage, du Mobiltelefon. So. Gleich hab ich's. Gleich hab ich es. Na komm. So, okay. Da ist der Waffenladen. Und dann müsste... Hallo? Doch schwieriger, als ich gedacht habe. Zumindest hier auf dem Handy das rauszufinden. Doch, doch, jetzt habe ich's. Oder? Das müsste es sein, ja. Das müsste es sein. Nur wie... Ah, okay. Doch, doch, ich hab's. Wir müssen wirklich... Das ist ein schlechter Witz, ne? Wir müssen...
Wir müssen diese Straße da unten lang. Wir müssen da einfach lang. Wir müssen da lang. Das ist einfach nicht wahr. Und da ist alles voll mit Scheiß-Zombies. Und hier ist nichts mehr zu essen. Wir hungern. Ich gehe hier kaputt, echt. Ich gehe hier noch kaputt. Gibt's hier irgendwas zu fressen? Nichts. Scheiße, ey. Huch. Ah, hier oben die alte Wichsstube. So, Mut der Verzweiflung. Wenn wir diese Straße nur irgendwie langkommen könnten. Jetzt scheint da unten gerade mal nichts. Na komm. Bleib da unten, bitte. Scheiße. Scheiße! Wie soll das gehen, Alter? Wie? Wie soll denn das gehen? Da kommen wir doch niemals vorbei! Ich bin still, Entschuldigung. Aber das war's gleich wieder. So. Da ist das verkackte blaue Haus, was wir suchen. Und genau boah. Genau da unten müsste eigentlich irgendwo
unsere verkackte Leiche liegen. Ah, ich weiß nicht wo. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Wie wir das machen sollen. Weil hier müsste... eigentlich irgendwo die Leiche liegen. Da ist sie. So, scheiß auf den Rest. Scheiß drauf. Alles gut. Wir gucken nochmal. Okay, aber die hat nicht mehr. Nur noch den einen. Das ist natürlich schlecht. Das ist richtig schlecht. Oder ist der andere auch dabei? Der andere ist weg. Das gibt's doch nicht. Da muss doch noch irgendwo... Warte mal, das muss doch hier irgendwo noch sein. Entschuldigt wirklich meine Stille. Nee, hier ist... Hier ist nichts. Fuck. Da unten vielleicht? Da auch nicht. Ah, da!
Komm, schnell. Okay. Alles gut. Okay, Freunde. Ich bin gerade so angespannt, ihr glaubt es nicht. Ich bin so angespannt. So, Moment, ich muss kurz... den fallen lassen. Den auf dem Rücken. Und dann kurz das hier weg. Wir müssen hier weg, ey. Das gibt's nicht. Ich scheiß mich hier gleich echt ein. Es tut mir wirklich leid. Ich scheiß mir hier wirklich gleich in die Hosen. Ehrlich. Ist mein Ernst. Ich habe hier keinerlei Minute, in der ich mich mal kurz sammeln kann. Komm schon. So. Die kurz weg. Stofffetzen können auch weg. Nudelholz kann auch weg. So, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr überladen. Komm her. Die essen wir kurz. Immer noch hungrig. Dann komm. Okay. So, das wird so schwierig, Alter. Das wird einfach nur so scheiße schwierig, ey. Wir müssen da durch. Und wenn wir jetzt hier sterben, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem, denn da haben wir keinerlei Deckung und so weiter, und da kriegen wir die Sachen erst recht nicht wieder. Oh Gott! Da unten sind Gebäude. Wir bräuchten wahrscheinlich bald mal eins, um hier irgendwie mal ein bisschen Luft zu schnappen. Es tut mir leid, dass die Folge auch schon wieder so riesig lang wird, aber da unten, das sieht gut aus. Allerdings, ja, wie gesagt, müssen wir ja auch gucken, wo wir bleiben und auch vorankommen. Weste. So, da unten sieht es recht
zombiefrei aus. Jetzt müssen wir da nur noch hinkommen. Ohne, dass uns eine von diesen beiden Horden bemerkt. Es hat funktioniert. Jesus Maria, Mutter Gottes. Erste Mal, dass ich diesen Satz sage. Heilige Mama. Heilige Mama. Kommt nur her. Mit euch zwei nehme ich es auch noch auf. Da habe ich auch schon Schlimmeres erlebt. Hallo? Leute! Leute! Wir haben es geschafft! Ja, wir haben es geschafft. Oh Gott, ich heule gerade Freudentränen. Ihr glaubt es gar nicht. Wir sind in einem Gebäude, haben unsere Sachen wieder. Wirklich fast alle Sachen. Nee, eigentlich wirklich alle Sachen, ne? Wir haben wirklich alle Sachen wieder. Und können uns jetzt hier erst nochmal eindecken. Da esse ich eine Gewürzgurke. Vor Freude. Boah, ne. Komm, da gibt's Erdnussbutter. So sehr freue ich mich. Ihr glaubt's gar nicht. Zombie frei, doch nicht Zone. Ach, komm. So. Wir räumen hier drin gerade nochmal kurz auf. Damit wir einen sicheren Ort zum Schlafen haben. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Schachtel mit Nägeln. Ich kann nicht mehr, echt. Ich kann einfach nicht mehr. Unglaublich. Unglaublich. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wunderkerzen. Und haben wir das Haarspray eigentlich auch noch? Nee, Aluminium. Wir brauchen Haarspray. So rum war es. Wir können uns endlich wieder den wichtigen Dingen des Lebens widmen. Bomben bauen. Und aus dem Klo trinken. Neun Uhr. Scheiße. Es ist natürlich 9 Uhr morgens. Heißt, wir müssten uns vielleicht mal diesen Tag über mit Vitaminpillen auf Trab halten. Oder abends halt Schlaftabletten fressen. Aber jetzt erstmal die Folge beenden, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.